Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Folge 28. Letztes Mal haben wir ein bisschen gejagt, das war ein bisschen Verzweiflung. Und jetzt hängt gerade das Bild. Ja, es gab Nvidia-Unterstützung jetzt endlich, also von der GeForce Experience, habe es aber nicht gedrückt, weil ich habe gesehen, das macht irgendwie alles schlechter. Deswegen lasse ich es einfach, das hat ja bisher immer gut funktioniert, das heißt, schöneres Bild kriegt man wahrscheinlich hin. Ich könnte natürlich ein bisschen tweaken, aber never. Change a running system. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so und ihr müsst damit leben. Und ich auch. Aber es sieht ja in Ordnung aus. Jedenfalls bei mir. So, Nebenquests haben wir gemacht. Wir haben ein paar aufgesammelt. Wir haben noch ein paar Quests bekommen. Hier Fair Trade zum Beispiel. Den einen haben wir schon fertig gemacht. Hier mal Main Quest, Main Quest, Main Quest, Main Quest. Das war irgendwas. Ach, das war das Philosophending. Das haben wir ja auch noch. Was war das denn? Das war noch in Alexandria, ne? Hier. Tatsächlich, scheiße, da haben wir noch was in Alexandria. Mist, ja, da müssen wir wieder zurück, du. Bevor ich hier Quests weitermache, gehe ich erstmal dahin. Ja, dann machen wir das doch. Weil die andere Quest. Ups, nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte auf die Quests. Die neue Quest, die ich hatte, war ja die hier. Und die war. Die ist da hinten. Okay. Das heißt, wir könnten die Quest und die Quest gleichzeitig machen. Also der eine Punkt, der war ja da. Dann noch die hier machen. Okay, was, dann haben wir noch was mit Wrath of the Poets. Das war. Ja, genau. Wrath of the Poets. Das war mit den. Ach, das können wir auch noch machen. Das ist in dem Lager anscheinend hier. Oh, hier, da haben wir noch einiges in Alexandria. Also, das habe ich natürlich übersehen. Das ist schlecht. Egal. Dann machen wir erstmal die da. Dann gehen wir da hin. Genau. Schauen wir mal hier hin. So, Änderung der Pläne mal wieder. Nur weil ich wieder Quests entdecke, die ich schon vor Urzeiten angenommen habe. Das ist immer dieses Problem. Ich glaube, in Skyrim bin ich wochenlang rumgelaufen und habe so viele Quests gesammelt und nur einen Bruchteil davon beendet, weil es einfach so viel ist. So, da wo er hinzeigt, da springen wir runter. Ach, in dem Lager waren wir schon mal. Da hat uns schon mal der Outsider da verprügelt. Ich erinnere mich. Hoffentlich kommt er nicht wieder. Obwohl. Wir sind Level 18, jetzt sind wir vielleicht ihm gewachsen. Das könnte natürlich sein. Naja. So, da runter. Tut er nicht weh. Ite, ite. Das sag ich auch immer. Move, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Oder so ähnlich. Die fliegen alle im Kreis irgendwie. Warum auch immer. Das sieht sehr, sehr seltsam aus. Vor allem die Schwarmintelligenz, diese Vögel da. Irgendwie atmet er gerade sehr stark. They will attack on sight here. They will attack on sight. So, wo ist unser erstes Ziel? Da? Da sind auch die Gefangenen anscheinend. Ich glaube, es waren Gefangene, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hab gerade eigentlich gedacht, ich habe das schon mal geklärt. Da geht's auch nochmal rein. Da war es, das ist schon mal reingegangen. Ich erinnere mich. Ja, hier waren wir ja schon mal. Das war, keine Ahnung, welche Folge, vielleicht Folge 20 oder so. Oder 18. Keine Ahnung. Okay, da haben wir noch ein bisschen was. Es gibt hier noch einen Commander eigentlich. Aber ich habe bisher nur den Captain gefunden. Oder einen Commander, ich bin mir nicht sicher. Nee, das ist der Commander. Ich habe auch so einen ganz kleinen Unterschied. Die Krone ist der Unterschied. Naja, gut, gehen wir mal da hoch. Ach Gott, das leckt manchmal. Das ist ja wahnsinnig nervig, du. So, der da hinten dürfte uns ja nicht sehen, eigentlich. Ja, wo zeigt der denn hin, bitte? Hier bin ich. Und schon ist er tot. Verrückt, ich glaube, der Captain schläft. Oder Commander, was auch immer. So, das ist jetzt der Commander. Genau, der Commander schläft. Können wir auf dem Seil hier rüber klettern? Komm, jetzt rüber. Ich geh grad nicht auf das Ding drauf. So, jetzt halt. Das schaffst du, oder? Jawoll! Bayek! Was kann ich, dass du das kannst? Oh, was kann Bayek eigentlich nicht? Ich meine, ne? So, Pfeile nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. Ist hier irgendwer? Da! Oh, da ist jemand. Vielleicht nicht mit dem Feuerpfeil schießen. Gehört? Nee, oder?
Also ein bisschen ist die Stimmung hochgegangen. Der ist zumindest aufgestanden hier, der Captain. Commander. Commander Captain. Ah, der kommt hier durch jetzt. Zack. Haben wir dich, du Bastard. Kommt noch mehr? Der Hunterbogen, aber viel, viel schlechter. Interessant, dass er ein Legendary Item droppt. Das wusste ich gar nicht. Ist klar, Ashbow. Den kann man aber dismanteln sogar. Was hat der? Bleeding on Hit, Ranger Hit Multiplier. Ranged Hit Multiplier. Umso länger ich schieße, wahrscheinlich, desto mehr Damage, ja? Ne, das ist ja nichts im Vergleich. Aber wir behalten den mal. Den lasse ich mal. Lass ich mal hier noch gelten, sag ich mal. Gut, dann. Wo sind denn die Gefangenen? Die sind weiter unten, ne? Der ist hier irgendwo innen drin hoch. Hier was. Hier sind ein paar Vasen zum Ausnehmen. Da sind noch mehr Vasen. Und da ist auch noch was. Looten. Und Carbonkristall wieder. Und hier haben wir was. We're looking for an armed woman. She is very dangerous and she murdered the noble Actaeon. Take some man and go look in all the sewers near the Jewish district. She is probably hiding there. Don't hesitate to kill her if she resists. Das ist anscheinend irgendeine Frau. Ich würde meine Oma kennenlernen. So, da unten ist jemand im Schlaf, aber den können wir auch umbringen, denke ich. Besser ist es, bevor er aufsteht. Ganz schön mies eigentlich, aber meine Güte. Wo sind jetzt die Gefangenen? Oh, der hat Loot. Sind die draußen, ne? Scheiße. Komm rein, mein Junge. Zack. Den kriegen wir auch noch normalerweise. Level 10. Please. Easy. Kann ich die Leiche jetzt mal mitnehmen? Habe ich noch nie gemacht. So. Den Body droppen wir jetzt hier rein. Da sieht den keiner. So. Da ist noch einer. Den markieren wir mal mit Zeno. Den ist anscheinend noch irgendwas. Ah. Schätze da hinten. Ah, da kommt er. Zack. Den nehmen wir auch noch mit, den Loot mal. Und dann tragen wir den auch mal kurz zur Seite. So, jetzt ist der Weg, denke ich, frei. Ah ja, hier. So, du darfst raus. Du darfst raus. Die Tür mal in der Mitte machen wir auch auf, bevor das irgendwie nicht zählt. Dann. Nee, Essen kann ich dir nicht geben, aber ich kann ihn einfach rauslassen. Also ich muss den hier tragen, weil er nicht laufen kann anscheinend. Schnauze, wir müssen leise sein. Wie komme ich jetzt raus? Leider kann ich wahrscheinlich nicht mit ihm gehen. Nee. Faster, Big Man! We have a revolution to make happen! Ja, es kann ja sein, dass du das machen willst, aber ich habe ja ein ganz großes Problem, nämlich hier sind überall Wachen höchstwahrscheinlich. Gucken wir mal, was Zeno sagt. Okay, ein paar Gefangene wurden getötet, die ich freigelassen habe. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Sind da auch ein paar drin. Hier ist vor allem noch irgendwas. Ach, da! Da bist du. Da ist der Captain. Alles klar. This reminds me of my youth on stage. I was an excellent sack of grain in my premiere appearance. I pray you, be quiet. Was? Ein Sack voller Getreide oder was? Das ist ja beste Rolle seines Lebens wahrscheinlich. Ah, carry to safety. An experience like no other. No, do not leave me here. Hey, lass dich hier nicht. Alles gut. Ich muss nur. Ich muss hier nur die anderen töten. Ach, scheiße. Scheiße. Alarm! Alarm! Nur kurz Shieldbreak aufladen. Und zack. Oh, das war knapp. Ha, Idiot. Wo ist noch einer?
Ach da. Oh, danke für den Range. Die Klappe. Das hat der Balken aber schön zensiert. So, dann holen wir uns jetzt schnell auf den Loot hier drin. Den Typ lassen wir erstmal da liegen. Ich meine, der stirbt mir ja nicht weg. Gibt ja keine Zeitquest hier. Was ist denn für ein Bogen? Ein Warrior-Bow. Und der wird sogar in meinem Level gedroppt anscheinend. Das ist ja sehr gut eigentlich. So, hier war noch irgendwie was. Genau. Oh, Heavy Blade. Sieht aus wie eine Hellebarde. Hell of a Blade. So, dann holen wir uns noch den Loot da hinten. Assist Rebels. Warum soll ich das tun? Krieg ich da Erfahrung für oder was? Ja, noch ein hässliches Schild. Haben wir das Ganze fertig gemacht. Gut, dann helfen wir halt noch den Rebellen da. Aber wo müssen wir da hin? Ist gerade ein bisschen blöd. Nee, hier kann ich nicht raus. Was für ein... was zur Hölle? Hallo? Also. Ups. Kriegt Schaden, wenn ich ihn einfach nur angreife. Hier durchs Schild. Nice. Ja, schön, das ist Blutungseffekt, ne? Das ist unser Schwert hat den Blutungseffekt. Ganz vergessen. Ah, die Erfahrung holen wir uns mal kurz. 8 XP und ein bisschen Loot. Kann man nicht nein sagen, du. Ach, hier sind noch welche. Ja, gut. Lassen wir die halt auch noch frei. Hey, wait! You are too kind. Worms, thank you so much. Your time will come, dog. Den Treff. Yep. Und da ist noch einer. Lassen wir die auch noch frei. So, und jetzt holen wir uns den anderen Typen hier, den Schauspieler. Der hat einen guten Sack gespielt da. Nein, ich möchte keinen Fresh Start. Ich hätte aber gerne mein Pferd wieder. Krieg ich aber anscheinend nicht. Ich krieg grad gar kein Pferd. Doch, jetzt hat. Komm, Partner. Achso. Ja, ja, sehr gut. Hast du gut gemacht. Thank you. But there are two more of us. They escaped. Gennadios, Philakitai seek to kill them. They also took the play and headed toward the palace. If it lands in the wrong hands, Phanos will be in danger. Do you know where the actors hide? They're home, not far from here. Don't worry about me. I'll find my way back to the theater. Hey, ja, ja, immer diese Darsteller. Na, dann gehen wir noch zum anderen Typen, ne? Der wohnt anscheinend hier in den Slums. Im ärmeren Viertel hier. Sieht aber ganz heimisch aus, muss ich sagen. Über diese Gassen. Muss man aufpassen, wo man hintritt. Ne, wohnt da nicht, er wohnt auf der anderen Seite, alles klar. Ist ja auch ein Darsteller, alle. So. Schauspieler. Oh. Hier ist er. Hier ist der Outsider. Wieso kann ich da nicht hochklettern? Aber man kann ja noch runterrutschen. Was ist das denn? Zack. Hier vielleicht sogar irgendwas. Außer Stein. Nicht so wirklich, ne? Gut. Da ist der Outsider. Den könnten wir mal facen hier. Gucken, was wir da bekommen. Verprügeln jetzt mal. Oder? Reitet der weg? Ja, also wegreiten würde. Nein, lass mal einfach. Das dauert wieder so lang. Gehen wir erstmal zum Darsteller da. Ja, ja, ich sag das auch immer. Wie sie sich mal erschrecken, weil ein Typ an dir vorbeiläuft. Ich meine, ich weiß, ich sehe halt einfach ultra geil aus mit diesen Handtüchern, aber. Da muss ich mich nicht so erschrecken. War ich hier nicht schon mal? Time to go, young poet. Wait. Isn't there supposed to be two of you? Capanius? He fled.
and accidentally brought the guards to me. They hunt me like a dog. If you could deal with them, I can return to Phanus and our masterpiece will go on. Der spielt schon on Sackgetreide. You will be out of here quickly. Of course. I will be as silent as... Be still. I think I hear them. Nein, ich soll ihn zu der Hauptstraße bringen. Hide, boy! I will not. Ah, you Falakatai have chosen the wrong enemy. Get the foolish traitors. 20. These dumb poets will finally learn. 20er. We need to go only a little way more. Aua, hör auf. Ich drück mal kurz meine Superattacke. Da geh ich wohl übelst ab, ne? Oh fuck, ich sterb gleich. Oh ja, da geht richtig ab, der Bayek da. So, jetzt gehen wir auch den holen. Schieß halt, du Bastard, ey. Das ist anscheinend so eine Rage-Mode. Lass die Zivilisten in Ruhe. Wieso konnte ich nicht parieren? Muss kurz ein bisschen Leben generieren. Aua, lass mich doch mal ein bisschen Leben generieren. Jetzt hat. Jetzt gleich wieder Rage Mode machen. Zack, 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 zack. Wenn man die Waffe wechselt, dann geht mein Rage Mode auch weg. Aber der haut richtig rein, du. Bayek. So, mal alle verprügelt. Da kommt noch einer. Ja, komm bloß her, du Bastard immer. Zack. So, wo bist du? Da. Wo musst du hin? Dahinter. Ja, den habe ich geschafft. So. Hey, what's the meaning of this? So, wo bist du? Hier unten irgendwo? Da. Alles klar, dann gehen wir noch zu dem. Dann sollte das ja eigentlich hinhauen. Wo ist denn hier lang? Hier oder was? Ihhh, Babo! Ich war gestern im Kino in Coco. Im mexikanischen Film da, also kein mexikanischer Film, es ist Pixar-Film. Aua! Der war richtig gut, kann ich empfehlen. Right place, finally recover the script. Muss ich ihn umbringen? Das ist gerade meine Frage. Muss ich ihn umbringen? Da ist doch irgendwas anscheinend, aber... Ja, egal. Der Stealth Attack würde ja gar nicht reichen, ne? Guck mal kurz in die Gear rein. Ich habe ja was Neues bekommen hier. Crescent Moon habe ich ja schon angelegt. Der ist besser, aber es ist ein Schnellbogen, Schussbogen. Den will ich nicht, die will ich alle nicht. Die baue ich gleich weg. Blöde Dinger da. Ich könnte mit einem Feuerpfeil vielleicht töten, ne? Ich schätze mal nicht, dass das hier den sofort tötet, oder? Nee, nicht mal ansatzweise. Das auch nicht. Ja, richtig viel Leben, du. Ja, stimmt, wir haben ja noch hier Schwerter bekommen. Die waren, da war irgendwas Stärkeres dabei. Das war schlechter. Oder Sharp Cut ist gut. Der ist besser als die Bronze-Achse. Bronze-Axe. Nur ein Sharp Cut, okay. Und ein Schild haben wir bekommen, das war aber kacke, ne? Ja. So, verbessern kann man nichts. Alles klar, jetzt machen wir einfach gleich einen Stealth-Attack. Erstmal am besten. Oh, der ist auch Level 22. Alter, wie. Warum ist Level so hoch von denen? Sensor has his work cut out for him. Bin ich gleich tot oder was?
Alter, fuck, das wird richtig hart da. Und ich bin tot. Na, vielen Dank dafür. Tja, das läuft ja nicht so gut, Bayek. Bayek ist immer noch zu schwach, das ist ja eine Level 20er Quest eigentlich gerade. Soll ich den sonst töten, bitte? Ich muss da ewig weit, jetzt muss ich dahinter oder was? Finally recover the script. Was habe ich hier gemacht? Hä? Das Play Script taken by the guards. Ach so, hat eine Wache das gehabt. Alles klar. Na gut, gucken wir mal, ob wir das schaffen. Bis dahin würde ich sagen, erstmal Ende der Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.